So, was war jetzt der Kampf von Leon Hart in Bielefeld? Wie ist es gelaufen? Ja, ich sage dir, war ein guter Kampf, weil in Deutschland zur letzten Zeit es nicht so oft die gleichen Gegner. Ja, weil die alle suchen seine Chancen mehr und so und so und so. Aber bei Leon kann ich sagen, er sucht immer starke Gegner. Hat gegen Гасиев гибокс, как гигин Владарчик гибокс, это Вельтмайстер, это the best. Я как гигин Али гибокс, вот крикан гиботы. Это гансно, это скайн кайман, вельке хат кайне анукин боксен, эр кам боксен, абер эр вил гивинен и гал гигин вем. И хабанан гиботенем дизе итальяна, итальяна дартеца из гуте юнге, он буквема юнге, хат гуте аматер стиль, Pas gar nicht zum Leon Hart, pas gar nicht. Aber trotzdem, Leon hat richtig gewonnen. Von mir, von 10 Runden hat er 7 gewonnen. Nur Jurje hat fast dasselbe gegeben, hat er 3-0 gewonnen. Alle Jurje hat ihm gegeben, italienische Jurje auch. Da war ein bisschen Streit, weil italienische Team hat gesagt, ja, du bist Italiener, warum bist du nicht gegeben zu uns? Aber kann nicht gegeben, weil Leon Hart hat klar gewonnen. Das kann ich sagen. Das war ein interessanter Kampf. Und vorher war mit einem Franzosen Kampf auch. Auch starker Franzose. Aber Leon hat geboxt mit Problemen mit Schulter. Dann später war operiert dieser Kampf. Darum, dieser zweite Kampf war mehr für Zuschauer, für alle mehr, hat mitgebracht, mehr Energie, mehr was, Qualität oder so, zweiter Kampf. Erster Kampf war auch interessant, aber nicht so wie zweiter.